Hi, ich bin die Hanna vom Kanal Klein aber Hanna und ich habe heute 5 Meinungen für euch, über die ich sehr gerne mit euch in den Kommentaren diskutiere. Das erste Thema ist Bodyshaming. Und meine Meinung dazu ist, Bodyshaming hat weder auf YouTube noch irgendwo im Alltag was zu suchen. Wir alle sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Körperformen und Größen. Und das ist auch gut so, denn wir sind eben individuell und schön so, wie wir sind. Und von daher sehe ich nicht ein, dass man Bodyshamen muss. Das zweite ist das Thema Gendering. Da bin ich tatsächlich zwiegespaltener Meinung. In manchen Fällen finde ich es sehr, sehr gut. Also gerade in einem Vertrag zum Beispiel bin ich absolut für Gendering. Also gerade wenn es irgendwie schriftlich festgehalten wird. In der Sprache, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, ist mir Gendering allerdings zu anstrengend. Drittens, ich finde, Ernährung und Körperbewusstsein sollte in der Schule unterrichtet werden. Es sollte ein Fach dafür geben. Ich hätte mir das gewünscht damals, weil ich meinen Körper und auch mein gesundes Essverhalten tatsächlich erst viel später gelernt habe und auch heute noch lerne. Und hätte ich das damals schon so als Kind und als Jugendliche gelernt, wäre ich heute, glaube ich, einfach schon weiter. Viertens, Homophobie hat keine Daseinsberechtigung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie Menschen homophob sein können. Liebe ist Liebe, ganz egal, ob ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau oder ein transsexueller Mann, eine transsexuelle Frau. Ganz egal. Liebe ist Liebe. Fünftens, die beste Mehlspeise, die es gibt, so heißen die Kuchen und Desserts bei uns in Österreich, sind Wunschkrapferl. Ich liebe, liebe, liebe Punschkrapferl. Und wer sie noch nicht probiert hat, sollte sie unbedingt ausprobieren. Die sind mua. Das waren meine 5 Meinungen. Ich bin gespannt auf eure Meinungen zu diesen Themen. Schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich aufs Diskutieren. Ciao. Hat da gerade noch jemand Hanna gerufen?